Guten Morgen! Nun haben wir den zweiten Tag und wir sind gerade auf dem Weg zum Frühstück, haben super gut geschlafen in dem Bett. Und jetzt wird erstmal schön gefrühstückt. Ich bin mal gespannt, wie es da aussieht. Wir fahren jetzt runter zum Frühstück, runter zum Frühstück, runter zum Frühstück. Checkout und haben so 2 Stunden Zeit, also packe ich alles gemütlich ein und jetzt können wir uns schön Zeit lassen. Wir haben jetzt alles zusammengepackt, haben wir noch ein bisschen gechillt und jetzt gehen wir gleich runter und alles ins Auto, checken aus und gehen dann noch ein bisschen ins Einkaufszentrum bummeln und danach geht es weiter nach Regensburg. Wir waren ja jetzt noch im Einkaufszentrum, ich habe 2 Oberteile geshoppt und jetzt sind wir auf dem Weg nach Regensburg. Da war ich auch noch nie. Ich bin mal gespannt, wie es da so ist. Und da gehen wir jetzt dann gleich in die Stadt wieder. Jetzt in Regensburg angekommen. Wir waren jetzt aber erstmal in der Stadt und haben da ein bisschen rumgeguckt und haben was gegessen kurz. Und jetzt gehen wir noch, wir waren dann in den Arkaden in Regensburg, in Shopping-Arkaden und jetzt gehen wir noch ins Donauzentrum und hier ist gerade etwas Stau. Ja genau, und dann gucken wir da noch ein bisschen rum und danach geht es auch schon ins Hotel. Angekommen. Es ist auch sehr schön und sehr gemütlich hier. Nur das Wetter macht leider nicht mit. Heute regnet ständig und ich konnte heute nicht viel filmen in der Stadt. Aber morgen soll es besser werden und da wollen wir auch noch mal in die Donau. Und genau, und jetzt machen wir noch hier ein bisschen entspannten und gehen wahrscheinlich später noch was essen. Wie ihr seht, befinden wir uns jetzt gerade draußen. Denn wir haben uns auf die Suche nach etwas zu essen begeben, da ich eingenickt bin und wir eigentlich so ein paar Sachen kaufen wollten, um eben auf dem Zimmer was zu essen. So Käsewürfelchen und so. Ja, aber die Läden machen hier alles schon um 8 zu. Das heißt, die haben jetzt zu. Und jetzt sind
sind wir eben auf der Suche, ob wir noch eine Kleinigkeit finden, die wir essen können. Wie man vielleicht sehen kann, befinden wir uns im Gewerbepark, heißt es hier, in Regensburg. Und ja, ich finde es ein bisschen gruselig hier, muss ich ehrlich sagen. Alles so, ja, lauter Firmen und ja. Wir waren ja, wir wollten ja eigentlich ursprünglich hier was essen gehen, aber wir haben nichts gefunden und sind dann noch in die Altstadt gefahren und waren dann bei einer richtig schönen, gemütlichen Pizzeria, wo es echt lecker war. Sind jetzt auch echt voll und jetzt machen wir noch einen gemütlichen Abend hier im Hotelzimmer und ich melde mich dann morgen wieder. Guten Morgen! Wir haben den nächsten Morgen und jetzt ist es kurz vor 11. Wir müssen gleich auschecken, haben schon alles zusammengepackt, haben mega gut auch in diesem Bett geschlafen. Bei dem Hotel hatten wir jetzt kein Frühstück dabei, weil wir gesagt haben, wir schlafen lieber aus und gehen dann zum Bäcker frühstücken. Und genau, jetzt ist erstmal der Plan, alles ins Auto wieder zu schaffen, dann auszuchecken und dann gehen wir noch nach Regensburg, ein bisschen in die Stadt shoppen und Sightseeing-Tour machen. Wir waren jetzt frühstücken und jetzt fahren wir gerade in die Stadt nach Regensburg. So, wir sind jetzt in der City in Regensburg angekommen und jetzt laufen wir so ein bisschen durch die Altstadt und schauen mal, was es hier für Leben gibt. Eine Brücke gefunden, wo im Internet so angepriesen wird. Und was ist sie? Im Bau. Die halbe Brücke ist gesperrt. Da ist Baustelle, aber wir haben immer das Glück. Immer wenn wir irgendwo sind, ist es gerade im Bau. Richtig nervig. Und hier steht ein wunderschönes Gebäude. Ich bin ein bisschen außer Atem. Hier ging es so ein bisschen die Treppen hoch. Und da ich ja etwas unsportlich bin, merkt man das gleich an der Atmung. Auf jeden Fall ist das Gebäude, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Valhalla oder so. Aber ja, sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Thank you.
jetzt hoffen wir, dass wir gut nach Hause kommen. Wir haben jetzt noch 2,5 Stunden vor uns. Ich würde auch hiermit den Vlog beenden. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ich auch bei meinen nächsten Städtetrip so eine Art Vlog oder so einen Zusammenschnitt machen soll. Ansonsten schaltet auf jeden Fall nächste Woche Sonntag um 12 Uhr wieder ein, denn da gibt es ein neues Video von mir. Schreibt mir in die Kommentare Anregungen, Fragen, was auch immer ihr auf dem Herzen habt. Ansonsten abonniert mich gerne, dann verpasst ihr kein einziges Video mehr von mir. Hiermit verabschiede ich mich und sage bis nächste Woche Sonntag. Tschüss!